Hallo liebe Leute, was machen wir heute? Endlich ist mein neuer Lötkolben angekommen und heute gibt es ein Unpacking. Und hier seht ihr, das sind meine alten Stationen. Also die ist ganz praktisch mit einer Lupe obendrauf, Lötkolbenhalter und auch einer helfenden Hand. Meine erste Lötstation, 15 Euro, 48 Watt. Nichts Spezielles, aber habe ich das meiste gelötet. Das hier ist ein USB-Lötkolben mit 5 Volt, 8 Watt. Naja, 8 Watt ist halt schon sehr wenig. Gaslötkolben. Mit diesem Erser hier, da bin ich ganz zufrieden. Der Bremer, naja, der hat mich halt im Stich gelassen. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Lötkolben. Die sind hier noch verpackt und es gibt jetzt ein Unpacking. Viel Spaß! Es sind nicht alle Kabel im Lieferumfang, wenn ihr die günstige Variante kauft, also die um 54 Euro oder so. Da braucht ihr selbst so ein Kaltgeräte-Steckerkabel. Aber das solltet ihr von jedem alten PC irgendwie herbekommen. Alles klar, machen wir weiter. Also dieses Kabel, das ist ganz biegsam, also es gefällt mir gut. Ich wollte eigentlich einen Weller kaufen, aber dazu dann noch später mehr. Das Ding, das kommt so rein, damit man da einen Schutz unterhalb hat. Spitze ist ganz leicht zu tauschen. Zieht das raus. Richtig gut. Super spitze. Das funktioniert einwandfrei. Ja, da gibt es verschiedene Funktionen, aber das werde ich euch dann in einem anderen Video genau zeigen, wie man mit dem umgeht und lötet. Erstes einfach, er startet innerhalb von 15 Sekunden, das ist ganz fein. Ich hoffe, das Unpacking hat dir gefallen. Das war jetzt nur ganz, ganz kurz, damit ihr seht, wie meine neue Lötstation ausschaut, diese T12. So als Notiz, ich wollte mir eigentlich zuerst einen Weller kaufen. Diesen eher günstigeren Weller, wenn man günstig sagen kann, oder auch den Erser. Aber ich bin von beide dann weggekommen. Ich habe mir das genauer angeschaut. Und ich sehe einfach Preis-Leistung. Dieses Gerät hier, das ist wirklich toll, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Das macht einen super Eindruck. Es hat eine Vorsicherung. Ich werde euch das dann da oben irgendwo einblenden, was ich da meine mit Achtung, Vorsicherung. Der Weller, da wurde gespart. Da wurde bei Sicherheit gespart. Und dieses Ding hatte zumindest eine Glasrohrsicherung. Das finde ich schon mal ganz gut. Die Erde ist durchverbunden, also schaut mir echt gut aus, macht einen super Eindruck. Ja, so, wenn dir das jetzt mal gefallen hat mit dieser Lötstation, gib mir gerne ein Like, schreib was Nettes in die Kommentare, subscribe zu meinem Kanal und bis dahin, bis zum nächsten Video, wenn ich dann dieses einen genaueren Review mit allen Specs mache. Ja, die Specs schreibe ich schon rein, auch in der Beschreibung, aber ich werde ein genaueres Review machen, sobald ich ein bisschen mit dem gelötet habe, die Einstellungen besser kann, dann zeige ich euch das. Alles klar, bis bald, tschüss!